Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ja, ich bin heute planlos unterwegs. Wir hatten heute Morgen Internetausfall. Ich hatte eigentlich gestern mir eine Tour rausgesucht, die ich aber noch runterladen musste. Ja, ging nicht. Ja, jetzt bin ich dann heute mal planlos unterwegs. Naja, einziger Plan, den ich habe, ist, dass ich noch zum Bahnhof in Haltern will. Ja, und nach Haltern zum Bahnhof, da fahre ich jetzt auch als erstes hin, weil ich möchte ganz gerne wissen, ob da die Aufzüge schon funktionieren, weil der Bahnhof, der wurde jetzt gerade saniert, weil ich will nächste Woche nach Osnabrück. Dann müsste ich in Haltern umsteigen und mit Gepäck am Rad ohne Aufzug ist doof. Im Zweifelsfall würde ich dann nämlich eine andere Bahnlinie nehmen. Ich fahre jetzt heute Morgen hier auf der Römer-Lippe-Route Richtung Haltern. Gleich am Annaberg vorbei. Wunderschön heute Morgen. Ich fahre jetzt hier am Annaberg vorbei. Der ist jetzt hier linker Seite. Ziemlich bekannt bei Schlesiern, die die heilige Anna verehren. Da ist hier auch jedes Jahr eine große Wallfahrt aus Schlesien nach hierhin. Ja, dann bin ich auch schon gleich in Haltern. Dann geht es zum Bahnhof und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Ja, Haltern wäre erreicht. Geht jetzt hier erstmal durch so ein kleines Industriegebiet. Aber wir sind dann ruckzuck am Bahnhof. Und dann weiß ich noch gar nicht, wie es weitergeht. So, am Bahnhof wären wir schon mal. Da werde ich mir mal eine Maske aussetzen und mal gucken, ob die Aufzüge laufen. Ja, die Aufzüge laufen jetzt im Probebetrieb. Das heißt, die fahren jetzt mehr oder weniger pausenlos hoch und runter. Ich habe da einen Handwerker getroffen, der aber mit den Aufzügen nichts zu tun hat, sondern ist ein Pflasterer. Von daher sagt er mir, ja, das wäre jetzt Probebetrieb.
Er weiß aber auch nicht genau, wie lange. Und ob dann nächste Woche jetzt die Aufzüge laufen, weiß ich immer noch nicht. Also werde ich die eine andere Strecke fahren müssen. Weil ich habe keine Lust, mein Fahrrad mit Gepäck die Treppe hoch oder runter zu schleppen. Naja gut, jetzt habe ich erstmal nach dem Bahnhof den Weg eingeschlagen zum Stausee, Stauseehaltern. Ich denke mal, da werde ich halb rumfahren, dann mal Richtung Kanal gucken. Richtung Kanal. Und vielleicht fahre ich heute mal nach Lüdinghausen, da war ich dieses Jahr auch noch nicht. Ja, ich fahre jetzt hier gerade am Stausee vorbei. Sieht man nur gerade nicht, der ist hier rechts hinter den Bäumen. Ja, samstags morgens um die Uhrzeit kann man hier noch ganz gut vorbeifahren. Sind zwar ein paar Leute unterwegs, aber heute Nachmittag oder Sonntagsnachmittag, da wird man hier Slalom fahren. Also da macht das Ganze hier allenfalls nur noch zu Fuß Sinn. Und mit dem Fahrrad muss man hier sonntags wirklich nicht durchfahren. Jetzt habe ich mal eine Stelle gefunden, wo man ein bisschen Aussicht auf den See hat. Den Stausee habe ich jetzt verlassen. Jetzt fahre ich hier das kurze Stück durch die Westrupper Heide Richtung Kanal, Richtung Lippe. Dann werde ich mal gucken, was die Lippefähre macht, die Maifisch, werde ich da übersetzen. So, hier geht's zur Lippefähre Maifisch. Von hier aus kann man auch den Feuerwachturm sehen, aber jetzt ist er weg, hinter den Bäumen. War mir aber auch noch nicht bewusst. So, da vorne. Hinter der Kurve geht es dann bergab zur Lippe. Mal gucken, auf welcher Seite sie ist, ob ich sie zu mir kurbeln muss oder vielleicht habe ich auch Glück und brauche nur einmal kurbeln. Prozent Gefälle. Ui, ui. Nein, hier kann man das System runterschieben. Und wie soll es auch anders sein? Die Fähre ist auf der anderen Seite.
die Fähre habe ich gerade geschafft. Ja, wenn er alleine zweimal kurbeln muss, merkst du schon. Weil kurbeln bin ich ja auch nur mit den Beinen gewohnt. Ja, jetzt fahre ich weiter Richtung Datteln am Kanal entlang und dann gucken irgendwie nach Lüdinghausen. Ich habe beschlossen, ich bleibe in den Lippeauen. Der Kanal ist hier rechts von mir. Ich weiß nicht, ich glaube, ich fahre jetzt 50 Meter weiter links, weil hier in den Lippeauen ist es natürlich ein bisschen schöner als direkt am Kanal. Muss man nur aufpassen, manchmal geht es hier nicht weiter. Aber im Moment ist noch ein ganz schönes Stück, bis ich dann an die Straße komme, da geht es nicht, dann geht es dann nicht weiter. Jetzt bin ich doch schon wieder am Kanal. Der Weg gerade ging nur bis zur Schleuse Asen. Ich glaube Asen, ja. Und dann geht es jetzt hier am Kanal weiter. Ist aber nicht weiter schlimm. Hier fahre ich ja auch ganz gern. Ich habe mich doch vertan, war doch die Schleuse Flasheim, doch noch nicht Asen. Kann ja auch gar nicht. So weit sind wir ja noch gar nicht gefahren. Ja, manchmal vertut man sich doch. Ja, da vorne das Schiff, die Pia, habe ich heute Morgen von der Brücke aus gefilmt. Das ist jetzt, ich glaube, 2 Stunden her oder so. Also da sieht man doch, wie langsam so ein Schiff ist. Da ist man mit Fahrrad doch einiges schneller. Das ist auch mit der Grund, warum ich so gerne am Kanal fahre. Ich schaue mir gerne die Schiffe an. Ansonsten, wenn wenig Schiffsverkehr ist, ist es auch schnell mal langweilig hier, weil es geht ja schließlich immer nur geradeaus, ohne viel Aussicht, in der Regel zumindest. Naja, ich finde es ganz cool. Bank der Pause. Und hier gibt es auch noch ein Fisch dazu.
bin wieder unterwegs. Ich habe mir gerade mal ein Brötchen gegönnt. Geht hier gerade weiter Richtung Dattelner Meer. Ist recht idyllisch hier. So, hinter mir könnt ihr vielleicht noch die Schleuse Datteln erkennen. Das heißt, wir sind jetzt hier am Dattelner Meer oder Einfahrt Dattelner Meer. Und dann werde ich an den Dortmund-Ems-Kanal wechseln. Ich werde aber nicht ganz bis nach Lünen fahren, weil ich habe jetzt keine Lust da in die Stadt. Burg Fischering kenne ich schon, ihr auch schon von meinen Videos. Ich fahre jetzt nur bis zur anderen Seite, Alte Fahrt. Und fahre dann die Alte Fahrt wieder zurück bis nach hier. Dann von hier aus wieder, wie ich gekommen bin, am Kanal entlang zurück. Ich denke mal, das passt schon. Dortmund-Ems-Kanal wäre dann jetzt erreicht. Und dann fahre ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube 20 Kilometer oder so, Richtung Nordsee. Hier überbrückt der Dortmund-Ems-Kanal die Lippe. Ein Stückchen weiter flussabwärts. Dann die Alte Fahrt. Aber da geht es jetzt erstmal weiter Richtung Norden. Da der Damm vom Dortmund-Ems-Kanal wesentlich höher gebaut ist als bei uns am Wesel-Dattel-Kanal, hat man hier natürlich auch immer mal rechts und links bisschen Aussicht. Ja, hier stehe ich an der Einfahrt zur Alten Fahrt. Die ist links von mir. Rechts der Dortmund-Ems-Kanal. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich hier überhaupt durchkomme. Das weiß ich nämlich nicht genau. Ich weiß es nur von der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob hier eine Brücke noch rüber ist. Ansonsten werde ich noch ein Stück am Kanal weiter nach Norden fahren und dann die nächste Brücke rüber. Muss ich mal gucken. Ja, da ging es gerade nicht weiter. Beziehungsweise da war dann nur eine Treppe, wo man sein Fahrrad auch hochschieben konnte. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier rauskomme. Ich probiere einfach. Die Richtung ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, wo ich rauskomme. Ich glaube, ich bin sogar wirklich richtig. Ja, genau wie ich es geplant habe. Ich bin hier wieder an der Alten Fahrt. Irgendwas pfeift hier, irgendwas habe ich hier zwischen Schutzblech und Reifen. Ah, jetzt ist weg. Ja, ich bin wieder an der Alten Fahrt. Das geht, da kann man mal sein Fahrrad ohne Gepäck auf jeden Fall hochschieben. Weil da ist ein kleiner Hafen, Marina. Und da geht es dann natürlich nicht weiter. Da muss man dann irgendwie drüber rum. Aber wie gesagt, da kann man auch mal sein Fahrrad hochschieben, das passt schon. Jetzt bin ich hier auf der Alten Fahrt. Die geht dann jetzt wieder bis zum Dattelner Meer. Und bis ich dann zu Hause bin, habe ich auch irgendwas zwischen 60 und 70 Kilometer. Für ohne Plan und spontan auf jeden Fall auch eine schöne Runde.
Ja, hier links von mir ist die alte Fahrt, ist der Damm der alten Fahrt. Man kann hier jederzeit sagen, okay, ich habe Lust, oben auf dem Damm zu fahren oder hier unten. Hier auf dem Stück gibt es kein Wasser mehr, aber da vorne geht es gleich wieder hoch auf den Damm und dann gibt es irgendwann auch wieder Wasser zu sehen. So, da geht es hoch. So, oben auf dem alten Damm angekommen. Da vorne kommt jetzt gleich der Ort Olfen mit dem ehemaligen Hafen. Und dann gibt es dann auch bald wieder Wasser zu sehen. Ja, hier links von mir jetzt die alte Fahrt. Ich fahre hier einfach gerne, auch wenn der Weg ein bisschen hoppelig ist, aber das stört mich nicht. Ja, und hier ist die Lippebrücke oder die Kanalbrücke über die Lippe von der alten Fahrt. Ja, hier vorne an der Brückenbaustelle. An der neuen Brücke komme ich jetzt wieder an das Dappelner Meer. Ja, wie gesagt, ich mache es mir heute einfach. Ich fahre jetzt wieder am Kanal entlang bis nach Mal zurück. Ja, um ein bisschen Abwechslung zu haben, habe ich mal an der Schleuse Datteln die Kanalseite gewechselt, aber ich glaube, tendenziell ist auf dieser Kanalseite sowieso auch immer weniger los. Aber auf jeden Fall, upsa, jetzt hätte ich euch beinahe in den Baum gehauen. Auf jeden Fall bin ich auf der Seite hier noch nicht so viel gefahren. Von daher ist es für mich auf jeden Fall Abwechslung. Heute ist ganz schön viel los an und auf dem Kanal, aber hält sich noch in Grenzen, also ist noch angenehm. So, jetzt kommt gleich eine Kurve und dann irgendwann nach der Kurve werde ich die Kanalseite wechseln müssen, weil dann kommt die Marina Flasheim, also Hafen und Campingplatz. Da komme ich nicht dran vorbei. Da muss ich die Kanalseite wechseln. Oder ich müsste quer durch die Hart fahren. Würde auch noch gehen, aber das macht nicht so Spaß. So, da hinter mir ist die Brücke. Da habe ich die Kanalseite gewechselt. Und da drüben ist die Einfahrt zur Marina. Deswegen ging es da drüben nicht weiter. Aber jetzt mache ich von hier aus mein Heimtritt auf dieser Seite. So, hinter mir ist die Schleuse Flasheim.
Da bin ich auf dem Hinweg auf den Kanal gestoßen, also bin ich insgesamt, glaube ich, 2 Kilometer oder so. Oder 3 höchstens, also nicht viel, jetzt doppelt gefahren. Und jetzt fahre ich wieder einen anderen Weg als auf dem Hinweg. Gerade habe ich Haltern am See passiert. Jetzt habe ich quasi Endspurt. Ich werde mal gucken, da vorne geht es, glaube ich, noch mal rechts ab durch die Auen. Das ist ein bisschen schöner. Ja, der Bypass war doch frei. Kann ich hier durch die Lippeauen fahren. Ja, die Lippe liegt da irgendwo in den Feldern. Ich denke, ich weiß, wo sie ist. Also direkt hier hinterm Feld. Jetzt geht's runter. Das wird die Lippe sein. So, jetzt gibt es Endspurt. Die letzten 3 oder 4 Kilometer, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ist nicht mehr weit. So, auf meiner letzten Meile. Ja, ich hatte mächtig Spaß heute auf meiner Tour. Planlos am Kanal. Ich glaube, so nenne ich sie auch. Ja, jetzt haben wir 70,8 Kilometer. Ich habe noch 1 Kilometer bis zu Hause. Also habe ich richtig gut geschätzt. Ich bin zufrieden mit der Tour heute. Also dafür, dass ich wirklich planlos losgefahren bin oder ohne großen Plan zumindest, ist es eine schöne Tour geworden. Kann ich tatsächlich auch empfehlen, nachzufahren. Kann man durchaus vom Bahnhof Haltern aus nachfahren. Ich werde sie jetzt so komplett reinsetzen. Und dann, wie gesagt, kann man durchaus am Bahnhof Haltern starten. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.